Oh, scheiß Ego. Das blockiert mich immer. Totale Selbstsabotage. Ich wollte mein Ego sterben lassen. Ego tot, keine Ahnung, weißt du, so. Hab ganz viel losgelassen. Ich wollte, dass dieser Anteil in mir Ego stirbt. Die nächste Sache, die mein Herz mir geliefert hat, ich habe ja auch drum gebeten, waren wirklich im Turbogang Glaubenssätze und Muster, die aus der Kindheit, die in der Kindheit entstanden sind. Zum einen dieses Thema von dem vorherigen Video mit den Bedürfnissen, denn das Muster, was ich gelernt habe, war ja zuerst meine eigenen... Stopp! Das Muster, was ich gelernt habe, war ja... Ich bin verantwortlich für die Bedürfnisse und Gefühle anderer und dann natürlich auch die Bedürfnisse anderer zuerst zu erfüllen. Und das, was mein Herz mir einfach wirklich ungefiltert und im Turbogang geliefert hat, war Glaubenssätze. Und immer noch Trigger im Außen. Irgendeine Story triggert mich, irgendein Mensch im Wald triggert mich. Und ich darf immer noch erkennen, welche Muster dahinter stecken und welches blockierende Programm dahinter steckt. Und mit diesem blockierenden Programm, mit dem Ego, also ich habe dann in Verbindung mit meinem Herzen erkannt, was das Ego ist. Und vorher war ich tatsächlich so, oh, scheiß Ego, das blockiert mich immer. Totale Selbstsabotage. Ich wollte mein Ego sterben lassen. Ego tot, keine Ahnung, weißt du, so. Hab ganz viel losgelassen. Ich wollte, dass dieser Anteil in mir Ego stirbt. Dann bin ich aber in Verbindung. Erstmal bin ich mir meiner Verbindung zu meinem Herz bewusst geworden. Also ich habe mein Herz gefühlt. Und wenn ich in dieser Herzensenergie, in diesem Herzensraum bin, dann ist da keine Verurteilung. Dann ist da Empathie und Liebe, Mitgefühl. Und mein Herz, es ist so, als würde ich in diesen Herzensraum gehen und mein Herz weitet sich. Und auf einmal wie so ein pinker Nebel ist alles vernebelt in Pink und mein Gehirn ist auch vernebelt in Pink. Und als hätte ich dann auf einmal eine andere Sichtweise auf die Dinge. Und dann habe ich erkannt, dass mein Ego ein Computerprogramm ist. Und voller Mitgefühl, voller Empathie habe ich dann auf mein Ego geblickt. Mein Ego ist ein Computerprogramm, der über Jahre hin in der Kindheit programmiert wurde. Ich habe Dinge beobachtet, einprogrammiert. So macht man das. Ich habe etwas gemacht als Kind und dann hieß es, so macht man das nicht, so macht man das, einprogrammiert. Ich glaube, dass man als Baby zwei Bedürfnisse hat. Das Bedürfnis nach Sicherheit und das Bedürfnis nach Authentizität. Da aber die Sicherheit immer an erster Stelle ist, weil du möchtest gewärmt werden, du möchtest gewickelt werden, du möchtest an die Brust, du möchtest all das, ja, es ist alles unterbewusst passiert, das ist keine bewusste Entscheidung, ist die Authentizität erstmal hinten angestellt. Und dann als Kind, als kleines Kind, habe ich öfters wahrscheinlich mal versucht, mein authentisches Ich rauszulassen, ja, und dann hieß es aber, so macht man das nicht. Nein, Daniela, das ist aber böse. Das sei ein liebes Mädchen. Mach das so und so. Ah, oh, ein braves Mädchen, ja. Liebe Mädchen machen das so und so. Und ich wollte ja geliebt werden. Dann kam nämlich Sicherheit, also geliebt werden wollen. Das Bedürfnis, geliebt zu werden, ist gleichzeitig, ich bin sicher. Ich bin sicher. Authentisch ich zu sein, hätte Ablehnung bedeutet. So macht man das aber nicht. Ja? Also war es nicht sicher für mich als Kind authentisch zu sein. Also fällt das zweite Bedürfnis, authentisch zu sein, komplett weg. Und du folgst der Sicherheit. Ich bin der Sicherheit gefolgt. Und
alles das, was ich gelernt habe, was ich mir abgeschaut habe, was ich übernommen habe, all das, was in der Kindheit passiert, ist ein Programm in meinem Ego. Das Ego ist kein Mensch, hat keinen eigenen Willen, das hat keine böse Absicht, das ist einfach nur ein Computerprogramm. Wenn du einen Roboter hast, wo du eingibst, du machst das jetzt, du machst mir alles nach, du gibst in den Roboter ein, mach mir alles nach. Ja? Dann bist du aber unbewusst und der Roboter macht das nach. Dann gehst du hin und redest einfach laut mit dir. So eine Scheiße, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Bin ich denn zu doof? Gehst an den Kühlschrank, holst dir Schokolade. Der Roboter macht das nach. Der sagt, so eine Scheiße, bist du doof? Hier ist Schokolade. Ja? Dann merkst du, ich habe gerade kein anderes Beispiel. Oh, ich habe zugenommen. Gehst auf die Waage. Oh, Scheiße, jetzt bin ja auch noch fett geworden. Wie siehst du aus? Ist ja ekelhaft, keine Ahnung. Der Roboter macht das nach. Du hast eingegeben, dass er dir alles nachmachen soll, was du vormachst. Also sagt der Roboter: Alter Schwede, bist du fett geworden? Ja. Dann sagst du zu dir: Jetzt reicht's. Ah, Bestrafung, weil keine Ahnung, ne? Bestrafung, 3 Wochen Diät. Und der Roboter weiß, ich mache alles nach. Also das weiß er, weil es programmiert wurde. Und dann sagt er dir immer wieder, 3 Wochen, du bist zu fett. Bestrafung, 3 Wochen. Der Roboter sagt dir, du wirst bestraft, weil du eingegeben hast, mach mir alles nach. Und was ich mit diesem Beispiel verdeutlichen will, ist, das Ego ist eigentlich nur ein Computer, nur ein Roboter, der das macht, was ihm vorgemacht wurde. Und dazu muss ich einmal sagen, dass was viel mehr zählt für das Unterbewusstsein eines Kindes, für ein Kind, ist das, was zählt, was du ihm vormachst, nicht was du ihm sagst. Zum Beispiel, ich erlebe das jeden Morgen, dass die Eltern mit ihrem Kind über die Straße gehen. Ein paar Meter weiter ist ein Zebrastreifen. Und dann sagen sie: Wenn du alleine gehst, gehst du über den Zebrastreifen. Wenn du alleine zur Schule gehst, gehst du über den Zebrastreifen. Aber jahrelang, monatelang wurde ihnen vorgemacht, einfach über die Straße zu gehen. Was wird das Kind wohl machen? Ich habe lauter solche Beispiele. Wir bringen unseren Kindern bei, oder, also das war ein Thema, was ich tatsächlich bewusst nicht gemacht habe. Ich habe nicht gesagt, oh, du musst Danke sagen, du musst Danke sagen. Ich habe Danke gesagt. Ich habe mich bedankt. Erstmal habe ich immer darauf geachtet, dass ich die Dankbarkeit fühle. Und dann habe ich mich bedankt. Und die Lia immer irgendwie, danke, 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 danke. Und dann ist mir aufgefallen, ein Kind macht nach, was es beobachtet. Nicht, was es gesagt bekommt, weil es manchmal diese Sprache gar nicht versteht. Du musst Gemüse essen, das ist gesund. Du musst Gemüse essen. Ja, wenn das Kind bei mir beobachtet, Brokkoli. Ja, wenn das Kind beobachtet, Schokolade. Ja, dann wird es bestimmt nicht hingehen und Gemüse essen, weil es macht ja das, was es beobachtet hat. Also habe ich empathisch erkannt, mein Ego ist einfach nur ein kleiner Computer, der das abspielt, was ich drauf programmiert habe. Und ich bin meinem Herzen unendlich dankbar, dass es mir gezeigt hat, was mein Ego wirklich ist. Und in Verbindung mit meinem Herzen hat es mir dann einfach auch gezeigt, wie ich das umprogrammieren kann. Wie ich mir der Dinge bewusst werden kann. Dadurch habe ich die Trigger empfangen. Wir werden ständig getriggert. Sei ehrlich zu dir, du gehst durchs Leben und du wirst ständig getriggert. Also mit Trigger meine ich, dir passiert etwas und du bist so, warum macht er das? Warum macht sie das? In der Beziehung, ja, beobachte deine Beziehung, ja. Warum lässt er die Zahnpastatube auf? Warum schlürft er seinen Kaffee? Das sind Trigger. Und es ist so einfach, diese Trigger. Wir werden ständig getriggert. Wir bekommen ständig den Spiegel vorgehalten, sich das anzuschauen und das Ganze einfach mit ins Herz zu nehmen. Und dein Herz sagt dir, wie du es auflösen kannst. Wie du zu einem Leben kommen kannst in Freiheit von diesen Programmen, die da gar nicht mehr hingehören.
Und wir dürfen erkennen, dass wir bewusste, machtvolle Wesen sind, die dieses Programm ändern können. Ah, danke. Danke, 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 danke. Ich merke so sehr, dass es mir so gut tut, diese Videos aufzunehmen. Ich hoffe natürlich, dass dir, wenn du siehst, dass es dir auch weiterhilft. Aber in erster Linie feiere ich mich gerade, weil es mir hilft, all das auszusprechen. All das durchs Sprechen zu hören. Ich höre mich, ich sehe mich, mir bewusst zu machen, was ich einfach alles schon geschafft habe. Und das macht mir einfach ja auch noch mehr Mut und gibt mir Vertrauen, da einfach den Weg weiterzugehen, zu erkennen, diese Erfahrungen habe ich alle gemacht und ich darf weitere Erfahrungen machen. Und ich sage es nochmal, es war die beste Entscheidung meines Lebens, mich für mein Herz zu entscheiden.